eine richtige Rotationsbewegung der einzelnen Wirbel nicht ganz möglich ist. Dann ziehe ich weiter. Ich merke auch hier, das Becken kommt relativ früh. Das heißt, genau, dass meistens ein bisschen auch was in der Gesäßmuskulatur da ein bisschen verkürzt ist. Ja? Und dann drehe ich weiter, bis sie plumps auf dem Bauch sitzt. Du bringst deine Arme nach vorne.